Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartesfahrt, eine Runde um die Welt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja, meine lieben wundervollen Menschen. Heute kommen wir zu der Quelle com-on.de, denn die haben eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Warum ich das Wort gerotzt in den Mund genommen habe, werdet ihr gleich erfahren. Und weil ich mir diese Meldung nicht allein tun kann, muss ich euch hier mit reinziehen. Link zum Artikel gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin rund um Autismus, albrücken Brückenkanal. als auch der Link zu meinem David Art-Kanal, für ich bei Comics dann geben könnt. Als auch der zweite Fanfiction-Kanal. Und wir fangen an mit diesem Artikel. Mit diesem beleidigenden Titel. Tag der unsichtbaren Krankheiten. Oder drei Betroffene erzählen. Ein Artikel aus Lüdenscheid. Und ich kann schon mal als Fun-Fact so viel verraten, aber das habe ich schon hunderte Male schon gesagt. Autismus ist keine Krankheit. Aber das wird in diesem Artikel garantiert auftauchen, da bin ich fest überzeugt von. Und dieser Artikel stammt von Anne-Kathrin Büttner. Über sie existieren zum Beispiel keine Infos, beziehungsweise Foto gab es von ihr gar nicht. Dafür aber Beispielartikel, wie zum Beispiel Lüdenscheid. Natürlich alle drei Meldungen, die wir jetzt als Beispiel nennen. Die gruseligste Nacht des Jahres. Das ist an Halloween in Lüdenscheid los. Beziehungsweise das war an Halloween in Lüdenscheid los, denn wir sind schon am 9. November angekommen. Also schon gut zehn Tage später. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gerechnet, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, was bei mir in meiner Stadt los war, kann ich schon mal so viel verraten. Es hat definitiv was mit einer Single Party zu tun. Nur mit dem Unterschied, dass man sich wie eine Halloween halt verkleidet. Zum Beispiel als Mubie, als äh, Zombie, als Hexe oder irgendwelche ähnlichen Gestalten. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich gerne als Arktos gekommen. Äh, wieso Arktos? Ja, Ave Martin, Arktos ist einer meiner Lieblingsbösewichte gewesen als Kind. Vor allem, wenn er coole Sprüche aufsagen kann, wie bei Tabaluga TV. Du bist doof. Ich weiß. Deswegen schmeiße ich dich hier einfach aus dem Fenster. Nee, tu das nicht. oder oh, doch, tu ich. Ah! Keine Sorge, Leute. Evel Martin geht's gut. Nur nicht weinen, Leute. Okay. Zweiter Beispielartikel. Schlechte Sprachkenntnisse. Neues Lerntreffangebot in Düdenscheid. Und auf dem Foto zu sehen ist ja natürlich, was in der Volkshochschule in Düdenscheid so abgeht. Kurz VHS. Obwohl ich mich immer gefragt habe, warum diese Abkürzung. VHS steht meines Erachtens für Video Home System, also dem Vorgänger der DVD. Aber diese Abkürzung wird jetzt äh, nur noch für Volkshochschule stehen. Aber, wie gesagt, ich hatte damals hunderte von Videokassetten. Mittlerweile habe ich nur noch eine Handvoll zu Hause, aber okay. Weiter geht's mit dem dritten Beispielartikel: Änderung des Geschlechtseintrags. Interesse in Lüdenscheid groß. Und was steht da unten drunter? Im Zuge des Selbstbestimmungsgesetzes sind bereits mehrere Anträge zur Geschlechtseintragsänderung im Lüdenscheider Standesamt eingegangen. Das Interesse ist groß. Das äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da gab es bestimmt eine lange Schlange. Und... Was hast du gemacht, Pupsbacke? Hast du dich als Schneemann im Geschlecht eintragen lassen? Hehehehe. <laughs> Wie konntest du so schnell wieder aufstehen? Okay, nochmal aus dem Fenster. Nein! Oh, doch! Ah. Das war jetzt noch mehr Schwung. Aber keine Sorge, es geht ihm immer noch gut. Auch wenn ich teilweise gemein bin. fack mich lang drum rum. Los geht's. Mit diesem Foto hier. Hier sehen wir Julien Tusch. Leiter der Selbsthilfegruppe für Autismus sowie Karin Hertes, Lehrerin für lernbehinderte Kinder, links im Bild, und Andrea Kittler vom Pro Retina. Und ich sehe, sehr nette Umgebung, muss ich mal sagen. Könnte sein, dass äh, ich mal dort spazieren war. Aber genug geredet. Jetzt kommen wir zum Artikel. Am Sonntag, und ich schätze mal, der 20. Oktober war darin gemeint, denn der war an einem Sonntag, war der Tag der unsichtbaren Beeinträchtigungen und Erkrankungen. Wer unter einer solchen leidet, hat oftmals mit Vorurteilen zu kämpfen. Fun Fact: Autismus ist keine Krankheit. Weiter geht's. Auf Menschen mit Erkrankungen wird oft Rücksicht genommen. Das fällt leicht, wenn die Beeinträchtigung erkennbar ist. Etwa bei einem gebrochenen Arm oder einer Gehbehinderung. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Denn man wird halt nicht mit einem gebrochenen Arm geboren. Es sei denn, da läuft im Kreissaal was gehörig schief. Und eine Gehbehinderung? Na gut. Es gibt äh, Kinder, die kommen ja auch mit Gehbehinderung zur Welt. Und äh, da gab es ja auch genug Beispiele von. Und es wird sie auch heute noch geben. Weiter geht's. Doch viele Krankheiten sind nicht auf dem ersten Blick ersichtlich. Oh. Weiter geht's. Wann taucht das Wort Autismus jetzt auf? Finden wir es gleich heraus. Diese werden als unsichtbare Erkrankungen bezeichnet, weil Betroffene oft keine äußerlichen Anzeichen oder Auffälligkeiten zeigen. Ich glaube, die Autorin. Sollte sich zum Thema Autismus wohl besser informieren, bevor ich noch einen Meltdown kriege. Und glaubt mir, Meltdowns sind nicht schön. Für keinen von uns im Autismus-Spektrum sind sie schön. Und Overload es recht nicht. Meine Güte. Nächstes Kapitel. Tag der unsichtbaren Krankheiten. Drei Betroffene erzählen. Ja, diese drei haben wir natürlich auch vorgestellt auf dem Foto hier. Ihr wollt sie noch mal sehen, oder? Okay, gut. Okay, blenden wir aus. Wir machen hier keine Schweigeminute. Los geht's. Julian Tusch. Leiter und Gründungsmitglied der Selbsthilfegruppe Autismus Lüdenscheid ist selbst Autist. Autismus Lüdenscheid von Autisten getragen. Wirklich wunderschön. Das soll auf jeden Fall wirklich so sein. Selbst die Autismus-Lebensschulen sollen von uns Menschen mit Autismus-Spektrum auch getragen werden. Und vor allen Dingen... Bin ich mal gespannt, was jetzt daran steht. Unsere Gruppe richtet sich ausschließlich an Betroffene, erklärt er. Für Angehörige gibt es andere Anlaufstellen. Und andere Anlaufstellen, da gibt es ja noch die Autismuszentren. Da ist auf jeden Fall der erste Kontakt, wenn es um das Thema Autismusdiagnosen gilt. Oder an richtige Autismus-Spezialisten. Die kann man natürlich auch für eine Diagnosestellung besuchen. Und Hausärzten sollten natürlich auch zum Thema Autismus sehr viel Bescheid wissen. Finde ich zumindest. Aber doch besser für die Kinder im Autismus-Spektrum und die Jugendlichen im Autismus-Spektrum ebenfalls auch, wenn es Autismus-Lebensschulen geben würde. Ob das in Lüdenscheid jetzt schon der Fall ist? Finden wir heraus. Derzeit sei die Gruppe für Autisten ab 18 Jahren gedacht, doch Tusch betont, dass Pläne bestehen, zukünftig auch Angebote für jüngere Autisten zu schaffen. Ob es dort auch Single-Partys geben wird? Wäre mal interessant. Mensch Marty, was hast du immer mit Single-Partys am Hut? Bist du total unglücklich oder was? Ja, das bin ich. Ich bin unglücklich. Keiner will mir Currywurst backen. Du redest wie Popfrit. Popfrit macht gerade Backcurrywurst. currywurst Echt? Ja, echt. Und jetzt lies weiter, bevor ich noch ein kriege. Superhand, hör auf, mich nachzuäffen. Tue ich doch gar nicht. Hast du dich denn gerade als Schneemann umgemeldet in Lüdenscheid? Wie Schneemann? Das war doch eine Martins Idee. Apropos Evel Martin zu behandeln, weißt du, ob Evel Martin diesen zweiten Sturz überhaupt überlebt hat? Ich denke schon. Er ist doch sonst so robust. Da bin ich ja beruhigt. Weiter geht's. Die Gruppe wird regelmäßig von 10 bis 15 Betroffenen genutzt, die sich zweimal im Monat in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in der Friedrichstraße 30 treffen, um sich auszutauschen. Genauso wie meine derzeitige Freizeitgruppe, die damals auch aus so vielen Betroffenen bestand. Bevor ich da dazu gestoßen bin natürlich, ne? Aber zu dritt kann man natürlich ja auch äh, Spaß haben. Oder zu sechst, je nachdem wie viele Leute kommen, ne? Kommen wir dann zum nächsten Abschnitt. Autismus zählt zu den sogenannten, in Anführungsstrichen, neurodivergenten Erkrankungen bei denen die kognitiven Gehirnfunktionen von dem abweichen, was als in Anführungsstrichen normal gilt. Dieser Artikel ist erkrankt. Aber sowas von. Aber es geht ja noch weiter. Die Erkrankung beeinflusst das Gehirn und seine Prozesse. Ich bin der Meinung, dieser Artikel ist erkrankt. Und beeinflusst unsere Gehirne und dessen Prozesse. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich sofort zum Eimer greifen, beziehungsweise auf Toilette oder ins Bad, wie auch immer gehen müssen, und dort zu erbrechen. Und zwar mit Schmackes. Weiter geht's. Es ist sehr schwer, als Autist einen Pflegegrad zu bekommen, sagt Tusch, der als Alltagshelfer an einer Förderschule arbeitet. Stopp. Da haben wir doch kürzlich was gehabt zum Thema Pflegegrad 4 und wie viel man dafür bekommt. Hatten wir denn nicht am 30. Oktober wieder etwas über die Familie Kühnhold aus Sigelko bzw. Tom hier berichtet, der mit Pflegegrad 4 unterwegs ist? Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Aber mal schauen, was äh, dazu gesagt wird. Gutachter glauben einem oft nicht, wenn man erfährt, dass ich auf der Arbeit besser funktioniere als zu Hause. Ja, das ist äh, bei einigen von uns im Autismus-Spektrum auch so eine Sache. Also, man sind wir zu Hause wirklich sehr gut, auf der Arbeit auch mal nicht. Umgekehrt ist es ja genauso. Da funktionieren wir auf der Arbeit sehr gut, aber zu Hause nicht. Auch auf emotionaler Ebene. Das heißt, auf der Arbeit hat man zum Beispiel Spaß, aber wenn man Feierabend hat und nach Hause geht, dann ist man total unzufrieden. Solche gibt es auch. Weiter geht's. Auf der Arbeit habe er eine klare Struktur, die ihm helfe, doch zu Hause falle ihm viele schwerer. Manchmal stehe ich vor der Spülmaschine und weiß nicht mehr, wie sie funktioniert. Spülmaschine, also sprich Geschirrspüler und so weiter. Ich habe von den neuen Geschirrspülern damals, also die, die mit einer Schallmauer hier bedichtet sind, ne? Jetzt, wo wir den 9. November mit Mauerfall hier so berichtet haben, denn 35 Jahre Mauerfall haben wir ja heute, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber zurück zur Spülmaschine bzw. Geschirrspüler. Also, Geschirrspüler, die haben ja mittlerweile sowas Isolierendes innen drin, welches natürlich irgendwie stutzig macht, wenn man halt sie einschaltet. Da weiß man oft nicht, ob diese Spülmaschine bzw. Geschirrspüler wirklich arbeitet oder nicht. Selbst wenn man ein Ohr darauf halten würde. Ne? Weil... Bei mir auf der Arbeit gibt es ja ein Geschirrspüler. Da weiß ich nicht, arbeitet die Maschine oder arbeitet sie nicht. Und das hat mich natürlich halt ein bisschen in Panik versetzt, sage ich mal. Aber heutzutage weiß ich, das ist bei denen ganz normal. Weiter geht's. Wenn du einen Autisten kennst, kennst du auch nur einen einzigen Autisten. Zitat von Julian Tusch. Leiter der Selbsthilfegruppe Autist Lüdenscheid. Genau mein Reden. Aber dieses Zitat werden wir noch einmal zu hören bekommen. Und weiter geht's. Das Arbeiten in einem Großraumbüro wäre für ihn unerträglich. Die Reize wären einfach zu viel. Kugelschreiber, die Klicken, knistendes Papier, Gespräche, das führt bei vielen Autisten zur Reizüberflutung. Genauso wie dieser Artikel. Da fühle ich mich auch reizüberflutet. Aber mal gucken, wie viele Fehler wir da noch entdecken werden. Sind wir gespannt. Ein großes Hindernis für Menschen mit Autismus ist oft die Kommunikation. Und wie es richtig heißen sollte, ein großes Hindernis für Menschen im Autismus-Spektrum ist oft die Kommunikation. Geht mir irgendwie genauso. Da rücke ich mit der Sprache kaum noch irgendwas aus. Weiter geht's. Autisten haben Schwierigkeiten, zwischen den Zeilen zu lesen, erklärt seine Begleitung. Autisten hören oft, sie seien unhöflich oder unintelligent, dabei liegt es an der anderen Art der Kommunikation. Tusch betont, dass jeder Autismus individuell sei. Wenn du einen Autisten kennst, kennst du auch nur einen einzigen Autisten. Genau so ist es. Und ich habe auch schon zuhören bekommen, dass ich Unhöflich und manchmal auch zu direkt bin oder zu ehrlich. Ja, meine Güte. Wenn ich zum Beispiel irgendwas sage, was mir nicht passt, dann meine ich es auch nicht persönlich. Und man sollte es auch nicht so persönlich nehmen, dass man halt äh, irgendwie sauer auf mich werden könnte oder sowas. Ich meine, wenn mich etwas stört, dann sage ich es einfach. Wenn zum Beispiel ein Kollege beinahe einschläft und äh, ich mache mich darauf aufmerksam, dann war die sofort wieder wach. Oder wenn jemand an dem Handy rumspielt, obwohl Handyverbot und so weiter, da mache ich mich auch darauf aufmerksam. Und äh, da habe ich äh, auch nur gesagt, das geht so nicht. Aber die konnte natürlich mit irgendwelchen negativ Sprüche zurück, die eh nicht funktionieren. Aber das habe ich ja nicht persönlich genommen. Warum nehmen die es einfach so persönlich? Weil die haben doch was unterschrieben. Und wenn die was unterschrieben haben, dann müssen sie sich auch daran halten. Sonst äh, ist der Job so schnell weg, wie er gekommen ist. Ne? Aber das interessiert manche Angestellten auch nicht. Was sie da unterschrieben haben. Und... Da habe ich mich auch gefragt, wie das sein kann. Könnt ihr das verstehen? Wir haben noch zwei Abschnitte unter dem Schluss. Auch Karin Hertes und Andrea Kitzler haben Erfahrungen mit Vorurteilen gegenüber unsichtbar Erkrankten. Hertes arbeitete 40 Jahre als Lehrerin und betreute viele Kinder mit Lernbehinderung. Kitzler ist Mitglied der Selbsthilfegruppe Pro Retina in Hagen selbst von einer Netzhauterkrankung betroffen. Man sieht mir meine Krankheit nicht an. Deshalb haben mir viele gesagt, die hat doch nichts, erzählt Kittler. Netzhauterkrankung. Also spricht die Netzhaut hier am Auge, wenn ich es mir so recht entsinne. Und deshalb muss man auch wahrscheinlich auch eine Brille tragen, denke ich mal. Weil, wenn an den Augen irgendetwas ist, und man kann zum Beispiel deswegen nicht richtig sehen, pro Natur aus, ne? Und glaubt mir, ich hatte damals als Kind auch eine Brille getragen. Ich weiß davon. Aber irgendwann kam die Zeit, wo ich keine Brille mehr tragen musste. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich war ich bei einem sehr professionellen Augenarzt gewesen. Äh, ihr ja, wir kennen es ja. Aber lesen wir mit dem Artikel weiter. Für alltägliche Dinge benötigt sie eine Lupe oder besonders viel Licht. Manchmal muss ich auf der Arbeit die Zoom-Funktion am Computer nutzen, was etwas länger dauert. Das bedeutet aber nicht, dass ich langsamer oder weniger intelligent bin. Bei ihrer Arbeit mit Lernbildern und Kindern fiel Karin Hertes häufig auf, dass Eltern die Erkrankung ihres Kindes nicht wahrhaben wollen. Und das sind. In Bezug auf Autismus auch die Eltern, die halt äh, nicht realisieren wollen, dass äh, Autisten wirklich äh, eine Bereicherung für die Gesellschaft sind, sondern einfach nur für sie ein Störfaktor. Sprich bei meiner leiblichen Mutter und dessen Sippschaft. Ich finde nur hoffentlich... Bleiben Sie dort, wo der Pfeffer wächst und lassen mich da in Ruhe mein Zeug machen. Und falls Sie irgendwann mal den Mumm haben, mich wieder zu belästigen, was glaubt ihr, wie schnell ich laufen kann? Und zwar so schnell wie noch nie zuvor in meinem Leben. Obwohl ich bin schon schnell gelaufen und habe Leute gefasst, die mich belästigt haben. Und dann haben Sie es auch sein gelassen. Weil ich will nur in meiner Wohnung und auf meinem YouTube-Kanal nur halt das machen, was mir Spaß bringt. Und wenn es irgendwie an Reform nötig sein sollte, und das äh, sehe ich dann auf meinem Kanal, ja meine Güte, da gibt es auch neue Formate, Anpassungen etc. pp. Vielleicht kommt auf kanal muss ja auch was. Womit niemand gerechnet hätte. Wer weiß. Und keine Sorge, Leute. Es wird immer wieder neue Kanaltrailer kommen. Zu jeweiligen Zeiträumen. Und vielleicht gibt es ja auch einen neuen Comic-Abenteuer oder eine neue Comic-Reihe. Sagen wir es mal so. Weil viele Ideen schlummern bei mir. Weiter geht's. Obwohl noch nicht dabei geht's, wir wollen ja zum letzten Satz zurückkommen. Die Eltern, die die Zugehörigkeit im Autismusspektrum ihres Kindes nicht wahrhaben wollen, sind in Wirklichkeit nur Takupisten. Und meine leibliche Mutter und dessen Sippschaft sind ebenfalls Takupisten. Die haben nur Sünden im Kopf sag ich mal so, Sinn im Kopf. Damit könnte man ein... Ist ja jetzt auch eine Kaffee-Latte, Leute. Lesen wir weiter. Dadurch sei beispielsweise eine ADHS-Diagnose schwer zu stellen gewesen, obwohl das Kind dadurch besser hätte unterstützt werden können. Unabhängig davon, ob man im ADHS-Spektrum landet oder im Autismus-Spektrum oder beides. Unterstützung wird man auf jeden Fall bekommen. Man sollte niemals aufgeben. Denn wir können ja auch mittlerweile das Abitur schaffen. Habe doch äh, kürzlich äh, auch behandelt, beziehungsweise gestern. Weiter geht's mit dem letzten Abschnitt. Die Angst, wegen ihrer Erkrankung ausgegrenzt oder übermäßig bemitleidet zu werden, hält viele Betroffene davon ab, offen zu sprechen. Mehr Akzeptanz und Toleranz sei notwendig und Menschen sollten den Mut haben, ihre Krankheit zu benennen. Nur so können wir als Gesellschaft über den Tellerrand hinausblicken. Natürlich ist das Thema Autismus und ADS da nicht nur mit einbezogen, denn beides sind keine Krankheiten. Und unten drunter steht noch, und was soll ich das auch sagen, Leute? Im April fand der Weltautismustag statt. Ein Betroffener aus dem Bergischen Kreis erzählt über die Behinderung und von seinem Wunsch nach mehr Aufklärung. Und dieser erwähnte Artikel findet ihr übrigens in der vierten Folge meines Reaction-Spezials zum Weltautismustag 2024. Natürlich darf auch der s natürlich nicht fehlen. Und natürlich mit einer großen Bildergeschichte. Man kennt's ja. Nur der Kanal Autismus Musikkanal. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Und jetzt meine Frage an euch: Was haltet ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und nun möchte ich euch um eine Spendenaktion, als auch um eine Petition aufmerksam machen. Und wir fangen an mit der Spendenaktion von GoFundMe mit dem Titel Ein Rollstuhlgerechtes Auto für Connor. Und Juliane Hein organisiert diese Kampagne. Und diese Spende ist auf jeden Fall geschützt. Das heißt, jeder Euro kommt bei ihr sicher an. Und es sollen 30.000 Euro zusammenkommen, damit Connor ein rollstuhlgerechtes Auto bekommen kann. Und jetzt kommen wir zur Petition mit dem Titel Eigenständigen Förderschwerpunkt Autismus im Schulsystem für eine Zukunft ohne Barrieren von Desmond Osper. Und diese richtet sich an Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger und alle Bildungsministerien der Länder. Und diese Sammlung gilt doch bis zum 13. Januar 23,59. Und wir sehen uns dann morgen mit einer Meldung aus der Schweiz wieder. Und ich würde mal sagen, ciao meine lieben Freunde!